Hallo Freunde der leichten Unterhaltung, da sind wir mal wieder bei Euro Truck Simulator 2. Wir fahren eine kleine Runde und zwar mit meinem eigenen Truck von Berlin nach Nürnberg mit Schwermetallen, habe ich mir ausgesucht. Streckenlänge 411 Kilometer, Fahrzeit ungefähr 7 Stunden in-game. Ist ein externer Auftrag. Und ja, ist eigentlich ein bisschen auch Infovideo, aber dazu gleich. Erst muss ich jetzt hier sehen, warum stehe ich überhaupt so rum hier? Ist ein Skandal. Das geht ja mal gar nicht. So, aber jetzt kommt wieder das Lustige. Ne, das ist der Scheibenwischer. Das ist das. Ja, wenn man schon wieder länger nicht gespielt hat. So, da haben wir das Licht. Und ich muss sowieso in die andere Richtung, auch wieder sehr klug. So. Ja, wieder ein bisschen länger nicht gespielt und schon merkt man das auch. Mit meinem Iveco Truck. Nachts durch Berlin. Und ich merke gerade, das ist nicht so unbedingt günstig, was ich hier mache. Ach, Heimini. Mein Fahrer müsste nämlich mal pennen gehen. Super. Das ist dann natürlich sehr gut. Ich hoffe, dass der Auftrag dann noch da ist. Ja, hier nur Momento. Erstmal schön einparken. So viel Zeit muss schon noch sein. Aber es reicht schon hier aus. Okay. Denn es gab auch ein kleines Update. Erstmal wieder schön Kohle hier von allen Leuten. Es gab ein Update für das Spiel. Und zwar ist jetzt die Polizei auch unterwegs. Das ist ja schon bei American Truck von Beginn an gewesen. So, der Auftrag ist aber noch, wie ich sehe. Und ja, wenn ihr das Video seht, das Update war vor 2 Wochen ungefähr, ist das rausgekommen. Und ich bin jetzt mal gespannt, boah, wie viel Einkommen hier dazu gerade ballert. Unfassbar. Bin mal gespannt, ob wir hier der Polizei begegnen. Auf jeden Fall den Auftrag können wir hier annehmen noch, ist alles in Ordnung. War glaube ich Restzeit so 11 Stunden irgendwie. Das heißt, das ist schön an, Doggy-Style. Und los geht's. Ja, deswegen auch mal gut, weil da so, wenn so ein Update gerade rauskommt, was bei Euro Truck ja nicht mehr so oft passiert, beziehungsweise bei American Truck auch, was wesentlich schlimmer ist, weil bei dem Spiel, ja, was jetzt auch so um ein Jahr draußen ist, kam leider da nicht so viel. Mal gespannt, ob da auch in nächster Zeit wieder was kommt. Ne, und wie gesagt, so ein bisschen Info. Denn bei mir ist gerade jetzt auf dem Kanal ja Brothers, A Tale of Two Sons, zu Ende gegangen, früher als erwartet. Und deswegen dachte ich, passt das ganz gut, Euro Truck zu bringen dann anstelle von Brothers in der Woche noch. Und zu sagen, in der nächsten Woche dann kommt erst einmal auf jeden Fall eine Retro-Folge, das weiß ich schon.
Kann auch sein, dass es. Ui. Nette Nebengeräusche, wie es aussieht, die jetzt hier noch eingefügt wurden. Also wie so ein Schnaufer von der Maschine. Ein bisschen drauf achten. Also eine Retro-Folge kommt auf jeden Fall. Und kann auch sein, dass noch eine zweite kommt, aber da bin ich noch nicht sicher. Vielleicht kommt auch noch etwas anderes. Ansonsten, danach kommt wieder ein neues Let's Play und ich habe mich tatsächlich dazu entschlossen, habe mit Batman geredet und es wird Batman Arkham Knight. Nee, Arkham Knight? Doch, Arkham Asylum war der erste Teil, Arkham City der zweite, Arkham Knight war der dritte, den ich ja damals leider nicht bis zu Ende spielen konnte. Und der wird dann hier kommen. Auf diesem Kanal. Und zwar von Beginn an nochmal. Also wir resetten das Ganze und starten nochmal von neu. Alle, die die ersten Folgen gesehen haben, können sich ja nochmal anschauen. Ansonsten diejenigen warten halt, bis ich an dieser Stelle war, wo es zum damaligen Zeitpunkt nicht weiterging. Damals ein Fatal Error, der mich gekillt hatte, als ich dann das Spiel nochmal neu installiert hatte und auch, glaube ich, den Rechner zu dem Zeitpunkt neu aufgesetzt hatte. Ging es dann. Und ja, jetzt hoffe ich natürlich, dass, wenn ich jetzt das von Beginn an nochmal starte, dass nicht das Gleiche irgendwie wieder passiert, aber lassen wir uns überraschen. So, wir fahren hier auf jeden Fall munter mit 90. Ah, okay, Geschwindigkeitsübertretung. 1100. Ja, da ist die Polizei. Hallo. Okay, man muss also jetzt aufpassen bei Eurotruck. Ja, und wieder schnauft die Maschine. Okay, 1100, das ist natürlich gleich mal ein Brett. Die Radarfallen werden da noch günstiger sein, also müssen wir aufpassen hier. Auch weiß ich nicht, wie schnell man, also die Übertretungsgrenze, wie hoch die sein darf. Ich denke mal, das ist wie bei American Truck, da gab es ja auch, glaube ich, erst waren es 2 oder 3 km/h, das wurde dann anders gepatcht, das ist ein bisschen besser gelöst wurde, dass es doch mehr Feingefühl im Umgang war, aber wir müssen jetzt natürlich schon aufpassen. 1000 Ocken, das ist natürlich schon. Mal sehen, ob das hier auch überall landesspezifisch ist. Also hier in Deutschland haben wir gerade klar erkannt, die blauen Wagen. Das in Frankreich denn und in England dann jeweils verschieden ist. Ich will es hoffen. Aber es hat, heißt es wirklich, mehr auf die Geschwindigkeit zu achten, was nicht schlecht ist. Heißt allerdings auch, dass es länger dauert. Jeweils. Ja, jedenfalls so viel dazu. Ansonsten, RTL Schiebespringen geht ja jetzt auch bald zu Ende, deswegen weiß ich da noch nicht so richtig, was in der Zeit kommt. Muss ich mir noch was einfallen lassen, also kommen jetzt in der Woche, wo ich jetzt gerade bin, also 2 Wochen vorher, kommen jetzt nämlich die letzten Folgen auf. Die letzten beiden und von daher muss ich überlegen, was ich da bringe. Oh, okay, also wieder die Polizei. Ja, Hauptsache die anderen dürfen schneller fahren, natürlich, klar. Dürfen wir auf die Tube drücken. Wir fahren auch gerade bergauf. Ja, ich bin gerade ja immer noch dabei, mit dem Iveco die 999 Kilometer, glaube ich, zu absolvieren. Dann hätte ich Truck 6 von 7 von den jeweiligen Marken geschafft. Ja, jetzt mal wieder ein bisschen von der Geschwindigkeit runtergehen. Es geht bergab.
Ja, wir genießen die Landschaft, haben jetzt gerade noch Fahrzeit von. Mehr als 4,5 Stunden. Ja, Restzeit 19 Stunden, das ist easy. Wieder Einkommen, 1200, dann haben wir gerade das ein jetzt genommen, was uns die Polizei entnommen hatte. Ja, jedenfalls das zum Kanal. Weiterhin jede Woche F1 2016 Multiplayer mit Jake und Turbos. Und auch Rocket League bleibt freitags. Und die Orakelrunden mit Kenny gehen natürlich auch weiter bis zum Saisonende. Stimmt, ich überlege jetzt, da fällt mir gerade ein, wo ich FIFA anspreche, könnte sein, dass auch FIFA noch mehr kommt. Und zwar dadurch, dass ich ja immer mal geplant hatte, The Journey zu zeigen. Das könnte natürlich eine Sache sein, ja. Ah, hinten fährt da der blaue. Jawohl, nochmal 1100. Ja, daran muss man sich erst wieder gewöhnen. Hallo Polizei. Hab deine Sirene gar nicht gehört. Und Professionalität hier. Ja, The Journey wäre natürlich interessant. Ich würde den ja dann auch gerne arrogant spielen, glaube ich. Also eher arrogant rüberbringen. Und wir sind mal bei einer Radarkontrolle hier gleich. Geht auch noch bergab, da müssen wir auch aufpassen. Aber es kommt erst um die Kurve. Da haben wir schon auf der Gegenseite, das heißt, bei uns kommt das auch gleich. Easy. Jetzt gleich hinterher eine Polizei und bäm, wir sind zu schnell. Ja, doch, die haben auch neue Soundeffekte hier eingefügt für den Truck. Ab und zu so ein Schnaufen. Das kam meiner Ansicht nach sonst nicht vor. Kann mich natürlich auch irren und ich habe vielleicht nur den Sound sonst nicht so eingestellt gehabt oder weil ich ja doch sehr oft auch in der Konfi spiele und nicht so drauf achte und der Ton dann auch leiser ist. Kann das natürlich auch sein und ich erzähle hier gerade Uste Scheiße. So, 3 Stunden noch, bis wir nach Nürnberg kommen. Haben wir eine kleine Runde trackern hier. Ja, es gibt immer noch den ein oder anderen Standort gerade in Frankreich. Ich glaube, da 3 Standorte fehlen mir noch. Das sind alles Ortschaften, wo, glaube ich, mit Atomkraftwerke unter anderem sind. Der Flugplatz auch noch, ich weiß jetzt nicht, ich glaube Atomkraftwerk eher. Hätte ich auch gerne eine Folge gezeigt noch, ich glaube, oder war es beim letzten Mal, wo ich das gemacht hatte. Aber leider sind die meisten Fahrtstrecken doch dort so gemacht, dass die, ja, wo man mehr als 12 Stunden in-game und so unterwegs ist, also da würde so eine Folge, wenn man Pech hat, schon mal eine gute Stunde gehen. Würde schon vielleicht zwischen 12 und 24 Stunden da sein. Und so viel hätte ich ehrlich gesagt nicht zum Erzählen auch. Deswegen mache ich immer so das Höchste, was hier schon so ist, so 8 Stunden in-game.
Oder halt, wenn ihr es sehen wollt, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, vielleicht einfach so eine Runde fahren, ein bisschen Vorgeplänkel, ein bisschen was erzählen, dann einfach auch mal die Gusche halten, also man hier einfach mal so ein bisschen die Fahrt genießt. Dass ich mich in der Zeit mute. Wenn dann mal ein Unfall passiert oder irgendwas, dass ich mich dann aufrege, das dann auch gut passieren kann. Und so, Sarah hat hier 3400 eingebracht. Dann können wir doch gleich mal wieder was von ausnutzen, wenn die Polizei kommt. Ich versuche auf jeden Fall hier schon drauf zu achten, jetzt auf die 80 km/h. Immer schön auf den Streifen. Ah, was für eine Vibration. Oh, ja, das liebe ich. Na, da ist die Polizei wieder. Jetzt kann sie mir nichts. Außerdem haben wir schon wieder 6000 eingenommen. Mark L. Aufpassen hier. Ui, bin ich echt zu schnell. Ui. Oh, die Polizei ist schon weit genug entfernt. Das ist gut. Trotzdem aufpassen. Hier ist zum Beispiel noch eine Wegstrecke, wo ich auch noch nicht gefahren bin. Ja, auch aufpassen, denn wenn auf der Gegenseite auch jemand von der Polizei ankommt, dann müsste ja auch das Gleiche passieren, dass die uns wegen der Geschwindigkeitsübertretung bestrafen. Wir nähern uns mit großen Schritten Nürnberg. Radar. Aber hier geht sowieso bergauf, von daher ist das schwierig für mich. Es ist schwierig für uns Tracker über 80 zu kommen. Ja, was ich auch noch vielleicht überlegt habe, vielleicht mal wieder so ein bisschen Crash-Zeug auch zu bringen, gerade von Stock Car Extreme und sowas oder R-Faktor. Ist ja auch immer vieles möglich. Was sehe ich da? Einer konnte keinen Auftrag finden. Was? Schweinerei. Ja, da vielleicht, da gibt es auch vielleicht auch mal so ein paar Videos. Ein bisschen aufnehmen, was. Dann mal gucken, was da so an Gecrashe bei rumkommt, weil gerade die KI wichst sich hier auch gerne mal weg. Hey, Polizei ist auch nicht gerade langsam. Oder verfolgst du da jemanden, hä? Der da vor dir fährt? Aber eigentlich kein Blaulicht an. Also das kann auch mal sein, dass das hin und wieder dann als Video kommt. Aber wie läuft mit FIFA? Ja. Das wäre natürlich die nächste Idee. Aber erstmal ab der nächsten Woche auf jeden Fall eine Folge Retro. Können auch sein, dass es zwei werden. Ansonsten dann Batman an der Stelle, wo Brothers A Tale of Two Sons war. Und, Entschuldigung. Rechten Seite gerade so ein bisschen zu weit gedriftet. Ja, und dann halt die üblichen Sachen Rocket League F1 und FIFA Orakel, beziehungsweise
beziehungsweise wirklich FIFA The Journey, was ich mir dann noch vornehme. So, halbe Stunde noch. Gleich sind wir da. Jetzt müssen wir sowieso schon mal hier rüber. Andreas A. konnte keinen Auftrag finden. Mann, Mann, Leute. Da sind wir gleich in Nürnberg. Wieder einkommen. Ja, mittlerweile habe ich doch schon viele Fahrer und Fahrerinnen. Und da hinten ist unser Zielpunkt, wenn wir hier an die Ampel kommen, die wir nicht schaffen. Ja, war klar. Ja, das wäre fast Destruction Derby geworden. Holla, die Wildfee. Ja, gut, dass ich keinen Führerschein habe. Ah, die Apple schaffe ich noch. Oh Mann. Das wäre ja auch Worst-Käse-Szenario hier. Ich muss auf die rechte Seite. Sehe ich gerade. Ist natürlich auch schlecht, obwohl, jetzt wenn er hier gerade überbiegt, dann habe ich genug Platz. Gut. Immerhin. Immerhin, dann sind wir ja schon hier. So, und ich sehe, das ist wieder eine Einfahrt, die mir richtig liegt. Ihr seht schon. Noch enger geht's nicht. Oh, Leute, ich hasse das. Oh. Na, ob das was wird? Erstmal hier annehmen. Oh ja, das sollte eigentlich machbar sein. Obwohl. Na, wir versuchen es natürlich. So. Wenn sie noch so schaffe, war zufrieden ist damit.
noch nicht ganz. Damit bin ich selbst nicht zufrieden. Ich versuch's gerade mal. Naja. Kalkuliere mich da ein bisschen. Machen wir es lieber von außen. Sehr gut. Hätten wir das auch. Truck of the Year 2013. Schwermetalle von Berlin nach Nürnberg. 427 Kilometer, 25 Minuten. Hat es gedauert? Okay, das wird. Weiß ich auch nicht. Ist das neu angezeigt? Ich glaube ja. Verbrauchter Kraftstoff 136,9 Liter. League to World of Trucks Aufträge 8. Habe ich erst gemacht, okay. Level 39 bringt uns natürlich auch Kohle. Bonus für ADR-Lieferung. Bonus für Fernfahrt. Bonus für parkendes Aufliegen. Ja, noch ein bisschen Erfahrung. Ja, und weiterhin Level 39. Aber Level 40 kommt bald. Gut. Ja, dann war's das. Kleines Infovideo und halt mal wieder eine Runde getrackert. Hoffe, es hat euch gefallen. Sage vielen Dank fürs Zusehen und dann, ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.